15 Punkte in Musik, so geht's. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ihr merkt schon, heute ist mal das Szenario ein ganz anderes. Das ist genau die grüne Tafel, die ich 8 Jahre lang betrachten durfte, weil das hier meine alte Schule ist. Und ich bin gerade mit dem Herrn Billner, der hinter der Kamera ist, aber sich nicht traut, vor die Kamera zu kommen. Und ich habe mich hier mit ihm getroffen, einfach weil ich Musik in der Oberstufe abgewählt hatte. Und ich dachte mir, ich kann euch schon grundsätzlich 5 Tipps für Musik geben, wo ich das Gefühl habe, ey, das bringt euch was. Aber ich wollte natürlich quasi so vom absoluten Experten die 5 Tipps haben, wo er wie gesagt, okay, das sind so die Sachen, dass wenn man die Stück für Stück erfüllt, da merke ich dann auch, okay, genau die Leute, die das eben umsetzen, die bekommen dann bei mir zum Beispiel eben auch die 15 Punkte. Und deswegen werden wir da jetzt direkt reinstarten. Heute seht ihr sie heute direkt schon mal. Es gibt schon 1., 2., 3., 4., 5. wie immer. Und zum Ende noch ein Bonustipp, deswegen seid gespannt. Die allererste Sache, wie ihr schon sehen könnt, sind die Basics. Das habe ich ja auch schon vielen anderen so fächerspezifischen Fächern oder Videos gesagt. Aber auch der Billner hat gesagt, die Basics sind auch in Musik das Allerwichtigste. Was jetzt aber Musik nochmal von anderen Fächern unterscheidet, ist, dass die Basics eigentlich gar nicht so viel sind. Ja, ihr habt vielleicht Tonleitern, Dreiklänge, Rhythmus, Takt, all solche Sachen, aber wenn man das mal vom Volumen her anschaut, ist das gar nicht so viel wie zum Beispiel in Mathe, in Englisch. Ich meine, wenn du nur um in Englisch oder überhaupt mal dabei zu sein, in Mathe überhaupt mal irgendwas zu verstehen, musst du eigentlich so viel mehr drauf haben als beispielsweise in Musik. Es mag zwar vielleicht im ersten Moment anders wirken, weil es einfach vielleicht für die meisten nicht so alltäglich ist, aber wenn du dich darauf fokussierst und es ernst nimmst, weil zum Beispiel, es zählt ja genauso, wenn du jetzt zum Beispiel in Bayern kann man manchmal Sachen streichen, aber gerade wenn du Musik auch im Abitur hast, dann ist es ja vollkommen klar, dass das genauso zählt wie Mathe oder Englisch. Und das heißt, dadurch, dass du da zwar die Basics auf jeden Fall drauf haben musst, die Basics aber drauf zu haben, gar nicht so schwer ist, ist es sau wichtig, dass du genau deswegen die ernst nimmst, die lernst, und dann können wir zu den weiteren 4 Schritten gehen. Zweitens, wie ihr schon sehen könnt, die knallharte Aufgeschlossenheit. Und knallhart war nicht mein Ausdruck, sondern sein Ausdruck. Deswegen ist es wirklich auch so gemeint. Weil gerade in Musik ist der Fokus ja, ich meine, ich hatte Musik in der Oberstufe nicht, aber ne, laut dem Experten geht es halt da vor allem um Kunstmusik. Das heißt, es ist einfach ein sehr großer Unterschied wahrscheinlich zu den meisten Liedern, die ihr so hört, ob es jetzt Rap, Hip-Hop, Pop oder was auch immer ist. So, ich höre das Ganze auch, aber es ist vielleicht vom geistigen Niveau lange nicht so hoch, wie wenn irgendwie Beethoven irgendwelche Dinge komponiert hat. Und auch wenn wir selbst das vielleicht nicht hören, ist es einfach sehr wichtig, dass wir aufgeschlossen, offen dafür sind. Gerade das schafft man eigentlich auch dadurch, indem man einfach erkennt, krass, ein Beethoven hat, keine Ahnung was, irgendwie die Aufklärung da wirklich damit verwoben hat, damit gearbeitet, und sozusagen das geistige Level, was diese Leute da erreicht haben, ist einfach wesentlich höher. Und wenn man das versteht und das schätzt, fällt einem eben diese knallharte Aufgeschlossenheit auch wesentlich leichter. Dann der 3. Punkt, ihr seht schon, praktisch nachvollziehen. Und das hat mich ganz besonders gefreut, dass er diesen Punkt auch genannt hat, weil ich habe selbst schon mal ein Video gemacht über explizites versus implizites Wissen, das findet ihr rechts oben in der Ecke, weil da habe ich ja genau das eben auch angesprochen. Es reicht in der Schule sehr, sehr selten, wenn du nur die Theorie versuchst, irgendwie auswendig zu lernen und irgendwie nur die Fakten drauf zu haben. Das reicht einfach nicht, gerade wenn du eben hier an die ganz hohen Punktebereiche willst. Deswegen versucht wirklich auch in Musik das Ganze praktisch nachzuvollziehen. Ihr könnt dafür zum Beispiel auf virtualpiano.net gehen, das habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach, das ist komplett kostenlos, da habt ihr einfach eine Webseite, da drückt ihr auf 3, 4 Tasten und ihr könnt einfach das, was ihr theoretisch im Unterricht lernt, praktisch anwenden und verinnerlicht es so viel mehr, wodurch ihr dann, wie ich eben auch in diesem explizites versus implizites Wissen Video auch gesagt habe, dann seid ihr auch viel geschützter gegen Blackouts. Ihr habt es einfach richtig drin, dann geht es nicht mehr darum, ob du dir das merken kannst oder nicht, sondern du erreichst einfach den Punkt, wo du das ganze Thema verstanden hast, und dann wirst du das Ganze auch nicht mehr verlieren. Wenn du dann noch ein bisschen weitergehen willst, dann kannst du ja auch hier steht zum Beispiel so ein ganz kleines Mini-Keyboard, das kostet irgendwie so 20, 30 Euro, vielleicht kannst du sogar gebraucht bei eBay kaufen, und dann hast du es einfach mal, dann hast du das einfach mal daheim rumstehen, und dann ist es auch nicht mehr so, oh, jetzt muss ich da irgendwelche Tonleitern wieder lernen, sondern kannst du gleich mal nachspielen. Und als Schüler denkt man sich vielleicht, okay, 20, 30 Euro ist jetzt nicht so wenig Geld, aber wenn ihr es mal anschaut, wie viel Zeit euch das auch spart, wie viel mehr Spaß macht und vor allem wie viel bessere Noten ihr da rausbekommt, kann das eben einfach ein richtig, richtig gutes Investment sein. Der 4. Tipp geht da dann im Prinzip wirklich Hand in Hand in das Fach eintauchen. Und das sage ich ja zum Beispiel auch immer bei den Sprachen. Wenn ihr besser in Sprachen werden wollt, versucht es einfach zu hören, zu lesen, zu sprechen, zu denken, darin zu träumen, was auch immer. Und genauso muss es eben auch in Musik sein. So bei mir,
Das habe ich jetzt im Nachhinein auch gecheckt, warum ich Musik immer nicht so cool fand. Wenn du halt erstmal zum ersten Mal irgendwie sowas siehst, hoffentlich kriege ich noch so einen Violinschlüssel hin. Ist korrekt, oder? Jawohl. So, und dann hast du hier irgendwelche Noten und dann sieht das hier so aus und dann wird das hier alles immer noch komplexer und dann geht das auf einmal nach unten und keine Ahnung was und du checkst schon gar nichts mehr und dann geht das hier immer so weiter. Und da haben halt dann super viele Schüler erstmal Schiss. So, ich meine, für mich war es auch so, ich dachte mir so, ich hab halt immer nichts verstanden, deswegen habe ich dann auch lieber Kunst als Musik in der Oberstufe genommen. Aber das Entscheidende eben ist, dass du eben diese Scheu erstmal weglässt, dich davon nicht abhalten lässt, dir das Ganze mal anschaust. Und gerade dann, wenn du es eben praktisch auch erstmal nachvollzogen hast, dann fällt es natürlich auch tausendmal leichter, wenn du da wirklich auch mal reingehst. Da zum Beispiel hier, wenn es irgendwo noch stehen, Music Academy kann ich euch auch unten verlinken, einfach in der Beschreibung könnt ihr da mal drauf gehen. Da kannst du zum Beispiel einfach dir genau solche Stücke, irgendwie wenn das da so steht, nächstes Mal, oh mein Gott, das ist so komplex, ich verstehe überhaupt nichts, kannst du dir genau eben sowas mal anschauen, dann drückst du da auf einen Button, dann wird es abgespielt und du siehst ganz genau zum Beispiel zu welchem Zeitpunkt welche Note gespielt wird und so fällt dir das viel leichter, da einfach irgendwie reinzukommen, weil genau wenn du das schaffst, wenn du eben Musik nicht mehr als sowas, weißt für viele eben nicht, was alltäglich ist, wenn du es aber irgendwie dich damit anfreundest und da irgendwie mehr reinkommst, wird dir viel, viel leichter fallen, sowohl in der Mitarbeit als auch dann in den Klausuren eben richtig gut zu punkten. Und dann der fünfte Tipp und der hat mich am allermeisten gefreut und zwar Themen komplett durchbrechen. Wir hatten dann hier, haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 40 Minuten hier so ein bisschen rumüberlegt, okay, was sind noch so Tipps, was bräuchten, was ist genau das, was ihr braucht, um eben die 15 Punkte in Musik in der Oberstufe zu schaffen. Und dann hatten wir die ersten vier Sachen so dastehen und dann war meine Frage an Herrn Bildner so, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den Leuten, die 13 Punkte in Musik schreiben und diejenigen, die es vielleicht auch echt schaffen, vielleicht auch mal konstant 15 Punkte zu schreiben? Und da war seine Antwort ganz einfach, das sind diese Leute, die das Thema komplett durchbrechen. Das sind die Leute mit dieser Reinknie-Mentalität. Das sind wirklich die Leute, die einfach sagen, ich will das komplett verstehen. Und das hat mich aus dem Grund ganz besonders gefreut, weil wenn sogar eine Person, die eben so extrem fachspezifisch hier in Musik ist, in so vielen Komponenten auch, einfach, sage ich mal, die innere Einstellung oder wie ich es auch immer bezeichne, dieses Mindset ansprechen, dann versteht ihr auch mal, wie unfassbar wichtig es ist. Deswegen auch, wenn ich immer sage, so sei ein Abiturathlet, das macht so viel aus. Weil, wenn ihr eben auf dieses Mindset kommt, dann macht ihr unabhängig sogar von Musik, dann macht ihr alle anderen Sachen richtig. Das bedeutet, du brauchst in Musik, klar, du brauchst die Basics, aber die hast du leicht gelernt. Dann brauchst du auch mal eine Aufgeschlossenheit, weil es nicht alltäglich ist, dich einfach mal drauf einzulassen. Wenn du das noch praktisch nachvollziehst und währenddessen in das Thema eintauchst, dann bist du schon so stark drin. Und es ist eigentlich, wenn du der ganzen Sache eben auch eine Chance gibst, da reinzugehen, und du dann am Ende noch sagst, ich gebe mich nicht damit zufrieden, es nur einigermaßen zu können oder im Unterricht mitzukommen, sondern ich will es wirklich komplett verstehen, dann wirst du auch auf die 15 Punkte kommen. Und er hat auch gesagt, in Musik, natürlich gibt es vielleicht noch viele kleinere Dinge, aber wenn du das hast, das reicht für 15 Punkte. Das reicht für 15 Punkte. Aber eben, du kannst halt auch nicht sagen, oh, das hier reicht, sondern du musst wirklich bis zum fünften Punkt durchgehen. Aber deswegen versteht auch, wie wichtig, unabhängig von diesem spezifischen Thema jetzt, auch alles im Prinzip, was wir hier auf dem Kanal besprechen, wie unfassbar wichtig das ist. Weil sobald du eben mal das Mindset richtig hast, dann wird sich das auf Musik, Mathe, Französisch, Englisch, Geografie, Bio, Chemie, was auch immer du hast, wird sich darauf übertragen. Und jetzt kommen wir noch zum allerletzten Bonustipp. Genau, und dieser Bonus ist nämlich das Folgende. Der Bildner hat erzählt, dass es immer wieder Schüler gibt, die sagen so, hey, ich habe doch eigentlich alles gelernt, ich habe mich doch angestrengt für die Klausur und dann ständig nur 6 bis 7 Punkte rausbekommen. Und er meint, es liegt einfach ganz einfach daran, dass dadurch, dass Musik eben so ein neuer Kosmos ist, fällt es vielen schwierig zu verstehen, wo sie noch Probleme haben. Das heißt, du hast das Gefühl, ja, okay, ich kann doch die Basics, bin doch da aufgeschlossen, ich habe da einiges gemacht. Du hast das Gefühl, du bist eigentlich schon ganz gut drin, aber du hast es eben noch nicht so gut drauf, wie du eben denkst. Und genau dieses Problem löst du, indem du dich mit anderen Mitschülern, die richtig gut sind, oder wie er gesagt hat, wirklich mit den Cracks umgibst und da wirklich einfach schaust, hey, was haben wir gerade besprochen, du tauschst mit ihm aus, weil dann wird dir ganz genau auffallen, wo du eben noch Lücken hast und kannst dann genau die spezifisch füllen. Oder, wenn du es wirklich extrem willst, dann versuch einfach nur, egal ob es über ein kleines Keyboard oder auch was anderes ist, einfach wirklich ein Instrument zu lernen, weil dann fällt dir auf, okay, wo habe ich denn wirklich irgendwie noch Sachen, die ich noch verbessern kann, und das wird dir einfach mega krass helfen. Jetzt an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Herrn Bildner für diese geilen Tipps. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, so, danke Herr Bildner, wird er sich bestimmt freuen. Und er gerade, oh nein. Ansonsten denkt dran, ja, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video, dein Leo.